Und sollst 7 Lampen machen oben auf, dass sie nach vorne hin leuchten, und Lichtschneuzen und Löschnäpfe von feinem Golde. Aus einem Zentner feinen Goldes sollst du das machen mit all diesem Geräte. Und siehe zu, dass du es machst nach dem Bilde, das du auf dem Berge gesehen hast. Ja, also da bin ich, glaube ich, eher jetzt auf der Suche nach der Bundeslade als nach dem Heiligen Gral. Aber ich suche doch den Heiligen Gral der High-End-Musik. Den finde ich scheinbar hier gar nicht. Gut, ups, was ist das denn? Soll ich jetzt hier den Heiligen Gral der High-End-Musik finden? In einem Amazon-Verstärker für um die 40 Euro habe ich den gekauft. Mittlerweile kostet er, glaube ich, 50 oder 60 Euro. Ich habe den im Black Friday Sale gekauft. Naja, schauen wir mal. Ich habe bis jetzt hier, was auch passend zu dem ganzen Preisbereich ist, ein Set Kopfhörer in Gebrauch von Superlux steht hier drauf. Das Modell ist HD681, 2x32 Ohm. Werden hier genannt. Ich habe die Ohrpolster nachgerüstet, die gibt es im Zubehör auch noch dazu zu kaufen. Ich habe hier so einen samtigen Stoff genommen, trägt sich wesentlich angenehmer als mit den Kunstleder-Ohrpolstern. Ja, gut, also hier ist die Angabe 2x32 Ohm, das heißt für normale Kopfhörerausgänge, die man so am Computer dran hat, ist das schon ja, an der oberen Grenze vielleicht. Ich glaube, bei Smartphones, wenn man mit einem Kopfhörer hört, ist das auch schon relativ hoch, der Widerstand. Aber gut, hohe Widerstände sprechen ja immer für eine detaillierte Wiedergabe. Und detailliert ist die Wiedergabe hier bei den Kopfhörern auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das Klangbild dieser Kopfhörer viel ausgewogener und neutraler ist als bei etlichen anderen Modellen, die, also in der Preisklasse, sagen wir, bis 200 Euro habe ich mir einiges mal Probe angehört und das war alles nicht so neutral wie diese Kopfhörer. Und ich mag es, wenn ich Musik höre, dass die Reproduktion der Musik absolut neutral ist, dass ich keine Eigenheiten der Musikanlage mit dem Hörbild habe, sondern dass ich einen ganz schön aufgelösten, feinen Klang habe, der möglichst genau so ist, wie er aufgenommen wurde. Und das machen diese Kopfhörer eigentlich. Sie haben nicht sehr viel Bassbereich, aber sie sind neutral. Und das ist das, was mir Spaß macht, der exakte neutrale Klang. So, jetzt sind die aber, klingen ein bisschen so, als ob sie ein bisschen mehr Leistung gebrauchen könnten. Und deswegen habe ich mir bei Amazon diesen kleinen Verstärker hier bestellt. Wir gucken gleich mal rein, was hier drin ist in der Kiste. Kleiner Hinweis noch zur Transparenz. Ich mache hier gar keine Werbung. Ich bekomme kein Geld hierfür. Ich habe auch keine Affiliate-Links oder irgendwas im Video. Ich mache das einfach, weil es mich interessiert hat und weil es euch vielleicht auch interessiert. Und für mich war jetzt die Frage, kann ich denn den hohen Preisen für High-End-Anlagen, die freilich in einer ganz anderen Liga spielen preislich, kann ich dem Ganzen ein Schnippchen schlagen und hier mit einem Kopfhörer für 20, 25 Euro plus anderen Ohrpolstern, weiß nicht, was die gekostet haben, 5 oder 10 Euro, also irgendwie um die 30 Euro der Kopfhörer und dann so ein Verstärker hier aus der Black Friday Week für 40 oder 45 Euro. So, also kann ich damit auch etwas erreichen, was sich irgendwie einem High-End-Hörerlebnis nähert. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Wie von Zauberhand habe ich hier eine Schere. Damit können wir erstmal das Päckchen hier öffnen. Das ist übrigens so hier angekommen mit der Post. Da war nichts drauf, außer einem Adressaufkleber hier auf der Packung. Den habe ich abgenommen. Aber ansonsten ist das so hier gekommen. Vollkommen unverpackt. Aber ja, heil. Und das ist eine Seltenheit in letzter Zeit. Meistens kommt bei uns Pakete immer mit einem Loch wenigstens an. Also so. Aber das hier ist heil geblieben. So, jetzt habe ich das mal geöffnet. Schauen wir mal rein, was hier drin ist in dieser Box. Also so sieht das Ganze aus, wenn das zu Hause ankommt. Dann, ja, was ist das hier? Irgendwie eine Anleitung zum Zusammenbauen, glaube ich. Dann gibt es hier ein Netzteil. Ja, deutsche Steckdose, Anschluss für das Gerät. Lege ich mal beiseite. Das hier ist das gute Verstärkerteil für den Kopfhörer. Ja. Hier zwei
Fassungen für Röhren. Dann hier der Powerschalter. Was haben wir hier noch? Der Eingang für den Kopfhörer. Und hier ein Lautstärkeregler. Oh ja, das ist so ein bisschen gerastert hier. Das fühlt sich ganz gut an. Aber wieso sieht der Kopfhörereingang so komisch aus? Was ist das hier? Achso, ja, das ist ein Adapter hier. Da kann ich dann auch einen kleineren Steckeranschluss. 3,5 mm habe ich hier an diesem Kopfhörer dran. Der passt dann hier in diesen Adapter rein. Gut, dann stecke ich den mal zurück. Der sieht vergoldet aus. Ob das vergoldet ist, weiß ich nicht. Glaube ich vielleicht schon. So, was haben wir hier dann noch? Hier haben wir einmal den Eingang für die Spannungsversorgung hier hinten dran. Dann haben wir einen AUX-Eingang und ja, zweimal hier für so Kinch-Stecker. Und dann steht hier noch irgendwas Select. Ja, weiß ich nicht, was das bedeutet. Hier ist ein Select-Schalter, muss ich mir dann in der Bedienungsanleitung gleich mal anschauen. So, und was haben wir hier noch? Hier haben wir zwei Röhren drin. Wie sehen die denn aus? Mal schauen. Na, jetzt stelle ich mich aber echt gut an hier mit dem Öffnen. So, hier ist was, ja, da kann man was anfassen, das sieht recht spitz da unten aus. Ne, das ist die Kappe hier oben drauf. Ja, so sehen dann die Röhren aus, die hier enthalten sind in der Packung. Weiß gar nicht, ob man das auf die Entfernung hier überhaupt erkennen kann. Gut, ja, dann mache ich mich mal an den Zusammenbau und melde mich gleich wieder. Ja, weggegangen, Platz vergangen, so kann es kommen. Ich habe einmal den Platz gewechselt und zwar muss ich ja ein bisschen Musikinput auch haben hier. Im Hintergrund seht ihr hier Amazon Music Unlimited habe ich mir aufgemacht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an hochaufgelöste Musik zu kommen. Hier auf dem anderen Bildschirm im Hintergrund habe ich es mal auch noch mal nachgeschaut gerade. Also es gibt, wie heißt das, Koboots oder so ähnlich? Nee, ja doch, Kobus gibt es, Tidal, Amazon Music Unlimited, Apple Music. Und wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, wie es bei Spotify ist. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Anbieter, wo ihr mal schauen könnt, dass ihr an eine hochaufgelöste Musik kommt. Und ja, ich habe mich hier für Amazon Music Unlimited entschieden. Ihr macht das natürlich so, wie ihr das wollt. Und das hier ist nur als Beispiel erstmal gedacht. So, ich habe die kleine super High-End-Anlage hier aufgebaut. Und zwar ist hier der Verstärker, den wir eben gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Beide Röhren leuchten so leicht rötlich hier im Hintergrund. Ich habe aber keine Ahnung, ob die funktional sind oder ob das hier jetzt eher der Optik dient. Ja, die Kopfhörer sind hier angeschlossen über den Eingang. Der Schalter an der Rückseite, über den ich gesprochen hatte, was steht da nochmal drauf hier? Select. Da kann man zwischen den Eingängen hin und her schalten, also hier AUX oder über diese beiden Kinnstecker. Ich habe das hier verbunden mit dem Rechner. Ja, und hier ist das Stromkabel. Womit ich jetzt die Musik gehört habe, waren einige Stücke von Stevie Wonder. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Und jetzt gerade habe ich mal von Chaka Khan hier Hello Happiness gehört. Und oje, oje, also unglaublich grandios, so habe ich es echt noch nicht gehört. Das Ganze hört sich jetzt hier an wie eine Werbeveranstaltung, aber da irgendwas unter 50 Euro, da 25 Euro, also massiv unter 100 Euro, wenn man schon Computer hat und dann hier per Abo Music Unlimited genutzt. Also Wahnsinn, was da rüberkommt an Räumlichkeit, an Klarheit. Auch der Bass ist jetzt eine ganz andere Welt geworden. Also die Musik ist unglaublich präsent, ein abgelutschtes Wort, aber es ist, die Musik ist präsent und sie ist da. Und für mich ist das hier ein absolut perfektes Hörsetup. Ihr könnt ja mal bei euch schauen, was ihr so nutzt und auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, sowas hier als High-End zu bezeichnen. Also wir sind ja weit unter 100 Euro und jeder High-Ender wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf jetzt zusammenschlagen bei dem, was ich hier erzähle. Und ich bin auch kein High-End-Hörer. Ich bin einfach ganz normaler Mensch, Kunde. Mein Gehör ist insofern nicht High-Fidelity-mäßig geschult. Aber als normaler Mensch, der gerne Musik hört, finde ich das jetzt umwerfend, was hier in diesem Setup für unter 100 Euro rausgekommen ist. Ja, also grandios. Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das jetzt hier High-End oder ist das keine High-End?
Oder was würdet ihr als High-End bezeichnen oder was wäre für euch ein High-End-Setup? Muss das zwangsweise teuer sein oder kann man auch mit so wenig Geld so tollen Klang erreichen? Aus meiner Sicht ja, aus meiner Sicht ist dieser Klang hier bombastisch, der hier rauskommt. Der ist voll, der ist klar, der ist räumlich. Ich wüsste nicht, was man mehr verlangen kann von einem guten Klang. Dennoch ist das hier natürlich keine Werbung. Ich sage es nochmal. Es ist vielleicht ein bisschen zum Anregen, zum Diskussionsanregen. Wie viel Geld muss denn überhaupt investiert werden, um ein High-End, um einen schönen, angenehmen Klang zu erreichen? Und ich meine hier mit diesem Setup nicht viel Geld. Wir heißen Check Express. Es soll nicht zu lange dauern. Es soll einigermaßen schnell gehen. Das war's jetzt. Ich schalte mich langsam wieder ab. Abonniert mich oder uns. Manchmal mache ich auch Videos mit meinem Sohn. Da basteln wir auch noch ein bisschen dazu. Und ja, ansonsten habt eine schöne Zeit. Auf Wiederschauen. Ach so, und einen Punkt habe ich noch. Also meine Einstellungen waren hier so, dass ich am Rechner die Lautstärke auf 50% hatte. Auf Amazon hatte ich die Lautstärke auf 50% und auf dem kleinen Verstärker, auf dem Fosi, hatte ich das auf weniger als ein Viertel. Und was an Schalldruck rausgekommen ist, war bombastisch. Kleiner Geheimtipp noch zum Schluss. Auf Instagram gibt es unseren Kanal Check Express Backstage. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr erfahren. Zum Beispiel ist es gerade draußen unglaublich am Stürmen und am Schneien. Eiskalt. Und ein paar Eindrücke darüber haben wir auch auf Instagram festgehalten.